Hallihallo liebe Radsportfreunde und herzlich willkommen zu den heutigen Highlights der fünften Etappe hier bei der Tour de Suisse. 190 Kilometer stehen an, es ist eine schwere Etappe, aber schon bevor es losgehen konnte, machte ein Thema die Runde und das waren krankheitsbedingte Aufgaben am heutigen Tage. Das komplette Team Jumbo-Visma und auch Adam Yates sind aufgrund von Covid nicht mehr mit dabei, aber auch die starke Hitze der letzten Tage hatte ihre Opfer gefordert, so unter anderem auch Rogel, Pernsteiner und Gino Meda heute nicht mehr mit am Start. 123 Mann waren also nur noch übrig geblieben und wir haben es gerade nochmal gesehen, das Höhenprofil, das zeigt schon, das wird eine schwierige Etappe. Das letzte Renndrittel führt ständig auf und ab. Und wir sind mal ganz gespannt, wie das hier heute am Ende des Tages aussieht. Zunächst mal gab es 5 Mann in der Spitzengruppe des Tages. Als die Live-Bilder einsetzten, waren nur noch Alexander Kamp und der Schweizer Meister Sylvain Dillier da vorne übrig geblieben. Sie hatten noch 3 Minuten Vorsprung und das Team UAE war nun in der Nachführarbeit. Stephen Williams als Führender in der Gesamtwertung wurde heute schon frühzeitig abgehängt. Er wird also mit dem Ausgang des Rennens heute nichts mehr zu tun haben. Und rund 37 Kilometer vor dem Ziel war dann auch für Kamp da vorne Feierabend. Das bedeutete also, der Mann fürs Team Alpecin Phoenix, Sylvain Dillier im Schweizer Meistertrikot, liegt nun als Solist vorne. Es sind noch 30 Kilometer zu fahren. Der Vorsprung für ihn noch 1,12, aber nun hat er sich auch das Team Ineos eingereiht. Und als er dann auf die letzte Runde ging, da waren es noch 27 Kilometer. Da wusste er schon, das wird ganz, ganz schwer. Und dann 14,5 Kilometer vor dem Ziel war seine Show beendet, aber er hat sich als Schweizer Meister gezeigt und das ist hier natürlich bei der Tour de Suisse auch immer ganz wichtig. Das Finale war also jetzt eröffnet. Wir sind an der letzten Bergwertung, 2,5 Kilometer mit über 8%. Israel fährt richtig schnell von vorne, hinten müssen die Nächsten reißen lassen und auch Remco Evenepoel ist mit dabei. Das hat sich der junge Belgier ja auf jeden Fall auch anders vorgestellt vor dieser Tour de Suisse. Dafür gibt es vorne Attacken, unter anderem von Andreas Leknessund, dem 4. der Gesamtwertung. Der hatte es nochmal versucht, konnte sich aber nicht absetzen und bekam dann auch wenig später über die Kuppe der Bergwertung ein paar Probleme. Wir sehen jetzt hier von oben, die erste Gruppe ist auch stark dezimiert. Das waren nur noch rund 10 Fahrer, die da jetzt übrig waren und eine Attacke jagte nun auch die nächste. Wir haben es ja gerade gesehen, Israel war von vorne gefahren und nun sehen wir auch warum. Jakob Fuglsang hatte es jetzt nochmal versucht anzugreifen. Wir sind schon auf den letzten 2,5 Kilometern und der Däne lag erst einmal vorne. Allerdings hat er starke Verfolger mit Vlasov, Thomas und Paulus und die letzten 2 Kilometer der Etappe gehen ja auch nach oben. Also das wird ein richtig schwieriges Finale. Jetzt wird Fuglsang wieder eingeholt und auch Maximilian Schachmann hatte sich noch dazugesellt. Kurz vor der 1000 Meter Marke ging das Tempo dann nochmal richtig nach unten. Man schaute sich kurz an, die Taktik wurde besprochen und dann war es so, dass Maximilian Schachmann den Sprint anzog. Der ging also nochmal aus dem Sattel und Alexander Vlasov sollte das Ding dann beenden. Der fährt den Sprint auch von vorne und tatsächlich am Zielstrich ist er der Erste. Er reißt die Arme nach oben. Der 26-jährige Mann für das Team Bora Hansgrohe ist wohl die beste Neuverpflichtung, die sie sich vorstellen konnten. Er schießt das Ding hier also ab. Es ist sein 5. Saisonsieg im neuen Trikot und auch Maximilian Schachmann hat natürlich sehr, sehr großen Anteil an diesem Erfolg. Evenepoel kommt ins Ziel und kann nur mit dem Kopf schütteln. Bei ihm lief es gar nicht gut und wir sehen jetzt hier nochmal die Top 10. Vlasov also vor Paulus, Fuglsang und Thomas. Dann mit kleiner Lücke Ulissi, Großhartner und auch Küng. So, und dank der Zeitbonifikation und dem Vorsprung, den er hier eingefahren hat, ist Vlasov auch der neue Führende in der Gesamtwertung. Fuglsang ist nun Zweiter vor Thomas, Krohn, Küng, Igita, Paulus, Großhartner, Reichenbach und Leknessund fällt nun von 4 auf 10. Alexander Vlasov ist also der neue Mann im gelben Trikot und jetzt schauen wir uns mal an, was ihn dann morgen erwartet. Die 6. Etappe scheint wie gemacht zu sein für ihn. Es ist nämlich eine richtig schwere hochalpine Etappe. Es geht zunächst über den Nufinenpass und dann hinauf zur Moosalb. Zweimal die höchste Kategorie mit einer Bergankunft. Wenn das mal nichts ist, da erwarten wir auf jeden Fall einen epischen Schlagabtausch. 177 Kilometer sind es insgesamt. Wer jetzt schon Tipps hat, wer das morgen gewinnt, der darf uns gerne einen Kommentar schreiben. Eins steht fest, Alexander Vlasov wird das gelbe Trikot so schnell nicht mehr hergeben. Wir sagen für heute Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen. Und morgen geht dann dieser Kletterwahnsinn hier weiter.